Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie weit sind unsere Signale, elektromagnetischen Signale von der Erde bereits in das Universum vorgedrungen? Wie viele Lichtjahre sind unsere Signale schon entfernt? Und könnten Aliens vielleicht sogar schon unsere Signale empfangen haben? Jeder kennt einen Radio und der erste Radio wurde in Deutschland 1925 quasi aktiviert, der im Ultrakurzwellenbereich Signale gesendet hat. Jetzt ist es aber so, dass es nicht alle Funksignale durch unsere Atmosphäre schaffen. Manche werden reflektiert. Nehmen wir mal an, wir hätten vor 80, 90 Jahren eine Nachricht über die UKW-Wellen über das Radio gesendet und wir hätten gesagt, Holzkopf 1-2, hier ist Holzkopf 1-2. Diese unglaublich einfallsreiche Nachricht würde dann mit Lichtgeschwindigkeit in Richtung Atmosphäre bzw. in alle möglichen Richtungen fliegen. Was die Lichtgeschwindigkeit ist, da habe ich nochmal ein spezielles Video dazu auf meinem Kanal gemacht. Hier aber nochmal ganz kurz, die Lichtgeschwindigkeit ist die aktuell schnellste Geschwindigkeit, die wir in unserem Universum kennen. Das heißt, das Licht bewegt sich mit nahezu 300.000 Kilometer pro Sekunde und legt eine gewisse Entfernung zurück. Das heißt, in einem Jahr legt das Licht 9,5 Billionen Kilometer zurück. Und so ist es auch mit diesen Radiowellen, mit diesen UKW-Wellen zum Beispiel. Die legen dann in einem Lichtjahr 9,5 Billionen Kilometer zurück. So, was bedeutet das für unsere Nachricht, die wir vor circa 80 Jahren gesendet haben? Hier ist Holzkopf 1-2. Um das zu veranschaulichen, schauen wir uns mal diese Karte hier an. Hier sitzen wir ungefähr in der Mitte. Nach unten hin sind es circa 30.000 Lichtjahre und nach oben sind es circa 75.000 Lichtjahre. Das heißt insgesamt der Durchmesser unserer Galaxie, der Milchstraße, beträgt 100.000 Lichtjahre. Das ist wirklich eine ganze Menge und jetzt müssen wir uns mal hier veranschaulichen. Wir sind jetzt im Jahre 1940 als Beispiel und haben dieses Signal abgesetzt und 1941 ist ein Erdenjahr vergangen und unser Signal ist bereits ein Lichtjahr in unsere Galaxie vorgedrungen. Das würde bedeuten, im Jahre 2020, 2021 ungefähr hat unser Signal 80 Lichtjahre bereits zurückgelegt. Das ist leider nicht sehr viel, denn wenn man bedenkt, die Milchstraße hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren, dann sind 80 Lichtjahre natürlich nur ein Klacks und dass da in diesem Radius von 80 Lichtjahren eine fremde Zivilisation, Aliens, irgendwo da draußen vor sich hin leben und unsere Signale empfangen haben, das ist leider relativ unwahrscheinlich, da 80 Lichtjahre in unserer Galaxie wirklich sehr wenig ist. Und also würden die Menschen noch weitere 1000 oder vielleicht sogar 100.000 Jahre lang leben, was ja im Universum ein wirklicher Klacks ist, dann würde die Nachricht vielleicht sogar bis ans Ende der Milchstraße gelangen. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem mit den ungebündelten Radio- und TV-Signalen. Die werden mit zunehmender Entfernung immer schwächer und für eine Zivilisation, die nicht gerade eine Antenne auf uns gerichtet hat, wird es auch immer schwieriger oder vielleicht sogar fast unmöglich, unsere Signale zu empfangen. Man kann noch unterscheiden, ob es vielleicht ein künstliches Signal ist. Man braucht also eine sehr, sehr starke Sendestation, um diese Signale gebündelt in das Universum hinaus zu katapultieren. Auch muss man dazu sagen, dass wir hier nicht so viel Praxiserfahrung haben. Wir haben nicht so viele künstliche Signale bei uns auf der Erde von anderen Zivilisationen empfangen. Und wir können auch nicht mit Bestimmtheit sagen, wie gut so ein Signal ist, das eine Zivilisation, sagen wir mal, von circa 10.000 Lichtjahren Entfernung gesendet hat. Vielleicht fehlt den Wissenschaftlern einfach noch die Technologie, womit es möglich sein könnte, aus weiter Entfernung fremde Signale empfangen zu können. Aber nach aktuellem Stand würde das für unsere Nachricht bedeuten, die wir 1940 gesendet haben und nun 80 Lichtjahre entfernt ist, sollte eine Zivilisation unsere Nachricht wirklich empfangen können und sagen können, ja, da ist eine künstliche Nachricht, dann würden sie wahrscheinlich nur ein Rauschen hören, ein Tsch,
viel mehr könnten sie wahrscheinlich nicht identifizieren. Es sind aber wirklich weitaus mehr Radio- und TV-Signale, die jetzt innerhalb diesen 80 Jahren rausgesendet wurden. Selbst der neueste Radiohit vor einem Jahr, der hat jetzt vielleicht schon ein Lichtjahr zurückgelegt und wird sich immer weiter fortbewegen. Und in 1000 Jahren hat er 1000 Jahre zurückgelegt. 1000 Lichtjahre meine ich natürlich. Jetzt habe ich aber auch noch gute Nachrichten, falls die Radiosignale von den anderen Aliens, von anderen Zivilisationen nicht entdeckt werden können. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie eine Zivilisation herausfinden könnte, dass ein Planet eine fremde Zivilisation beherbergen könnte. Und zwar, wenn sie sehr starke Teleskope haben, könnten sie zum Beispiel anhand der Atmosphärenzusammensetzung erkennen, ob sich bestimmte chemische Stoffe in der Atmosphäre aufhalten, die da normal nicht hingehören und die wahrscheinlich nur von einer fremden Zivilisation stammen könnten. In diesem Sinne müssen wir uns einfach noch in Geduld üben und den Radiosignalen Zeit lassen, dass sie noch mehr Lichtjahre zurücklegen können. Und vielleicht gibt es ja doch irgendwann eine Zivilisation, die unsere Signale empfängt. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.